Letzter Mal bin ich in die. Jetzt haben die hier. Nimmt die Schwenden erst ein bisschen größer. Da hier jemand hier aus ungefähr 1,80 Meter groß. Ja, das wird so Bänder auch so kräftig, weil in freier Wildbahn haben die Zipper haben. Also, so ein Leopard wird auch, guck mal, gerne so ein Jugendjahr. Also ein ausgewachsenes Männchen, mehrere ausgewachsene Weibchen und Jugendjahr. Wenn dann geschlafen wird, dass sie eher so ein bisschen kalte Brille mal in den Haaren haben. Ich kann mir gut vorstellen, das ist Kathi. Kannst du gut erkennen? Also bei uns im Zoo können wir das ungefähr so 55. Deswegen werden die halt nicht ganz so alt dort. Das sind sogar Früchten. Diesen weißen Punkt, den haben alle oder Kinder. Dieser Punkt verschwindet dann. Also die Gewalt nicht mehr unbedingt. So, bei ihm hat man eine zweite Tochter, das ist mein Mami. Das ist ja ganz viel. Ein Tunnelbauch. Das sieht bei ihr so ein bisschen aus, als wenn sie tragen. Also das Butterweiß in die Freibahn festen, das ist ziemlich energiearm. Und nicht so einfach, die einzelnen Nährstoffe daraus zu spalten. Daher haben wir wohl einen Flachbogen gelaufen. Diese. Also die hinten auch. Also es gibt halt kein Ohr. Weil wenn sie sich mal die Hand von Ohr lassen, gucken, sieht doch ein bisschen anders aus als unsere Hand. Gerade mit Busanis-Kanten. Also die haben etwas dickere Finger als wir. Der Daumen, der sich von den Ästen, können die Gorillas dann den Tee der Rohstoffe. Also die stecken dann den Ast in die Metallröhren. Da bleibt ein bisschen was vom Tee hängen. Werkzeuge verwenden. So, zum Schluss meiner Fütterung komme ich noch zum etwas nicht so schönen Thema. Und zwar sind leider die Gorillas vom Aussterben bedroht. Das liegt zum einen daran, dass sie gejagt werden, was natürlich nicht verboten ist, aber leider trotzdem immer noch gemacht wird. Und zum anderen liegt es vor allen Dingen daran, dass wir Menschen den Regenwald abholzen, da wo die Gorillas vorkommen. Da wird dann das Holz viel verschnitten, also Sojaplantagen. Und in diesen Gebieten und immer weniger Platz, um zu leben. Drauf gucken, was da für Zutaten in den einzelnen Handys mitbringen, die sie vielleicht nicht mehr brauchen und die vielleicht bei ihnen irgendwo in den Schubladen verstauen. Die können sie vorne im Service Center abgeben. Dort werden halt die Handys gesammelt. Wie nimmst du aber nicht wieder?